Ja, liebe Herzzeitfreunde, hier schon im zweiten Video zum Corona-Phänomen. Ich nenne es lieber irgendwie so, weil es geht ja eigentlich um die ganze Geschichte darum herum, um all das, was im Moment gerade passiert. Und da möchte ich mich gerne mal ganz direkt an den Coronavirus wenden. Was meint ihr? Machen wir doch weiter dort, wo wir das letzte Mal waren. Berühre dein Herz, ja, berühre dein Herz und du kannst auch die Übung machen, also meine erste Meditation, die Übung, die wir immer wieder machen, all meine Aufmerksamkeit ist auf mein Herz gerichtet. Und das gibt dir die Kraft hier. Wenn wir jetzt versuchen, diese Liebe, die wir im ersten Video besprochen haben, die diesem Virus zu senden, was passiert dann? Probier du das, während ich ein bisschen weiter erzähle. Dieser Virus ist natürlich nichts Neues. Darüber in einem anderen Video noch mehr. Sondern es ist einfach ein Virus von vielen. Und vielleicht ist es auch gar nicht so übermäßig, ja, wie viele Menschen gestorben sind oder welche davon betroffen sind. Da ist die Frage, was wird da aufgepauscht und was ist da, was ist da Angstmache in den Medien. Aber mir geht es darum, dass dieser Virus einfach einer ist von vielen. Und was haben wir in die letzten Jahre gemacht mit diesem Virus? Was haben wir denn gemacht? Wir bekämpfen ihn. Wieder der Krieg. Wir bekämpfen ihn, wir geben ihm Penicillin, Medizin, wir fluchen über ihn. Armer Virus, was würdest du tun, wenn du so ein Virus wärst? Und was passiert jetzt, wenn ich ihm einfach Liebe sende? Wenn ich ihn segne? Und da sind wir bei etwas wieder ganz, ganz Einfachem, so Existenziellen. Und ich denke, das ist auch eine Vorbereitung für diese Zeit. Alles, was kommt, nimm es an. Nimm es im Herzen an und segne es. Jede Situation. Kämpfe nicht mehr mit der Situation. Oder wie hat doch so treffend Krishnamurti gesagt? Ich habe den Widerstand mit der Gegenwart aufgegeben. Oder in der Kampfkunst habe ich gelernt, dass ich nicht aus der Angst heraus einen Gegner, eine Situation, einer Situation begegnen soll, auch nicht aus der Wut hinaus, sonst verliere ich sowieso, sondern aus dem Herzen, aus der Liebe heraus, ihn segnen. Und das ist auch ein Weg, den ich euch vorschlage für diese Zeit und speziell für dieses Corona-Thema. Wie fühlst du dich jetzt? Du segnest. Das ist auch eine Übung, die wir viel machen im Maya-Schamanismus. Alles segnen mit diesen Fingern. Haben wir auch schon gemacht in Videos, in den Workshops. Alles segnen. Wie fühlst du dich jetzt? Oder wie spürst du den Virus? Ja, plötzlich nimmt ihn jemand wahr und schickt ihm Liebe. Das ist was völlig Neues. Und da beginnt ja auch eine völlig andere Beziehung. Das Wichtigste ist für mich, was passiert mit dir? Ja, dass du in dieser Beziehung nicht mehr das Opfer bist. Raus aus der Opferhaltung, sondern du spürst, du bekommst Liebe, du bekommst Kraft und du bist in deiner Macht. Du tust etwas. Das hatten wir im letzten Video. Du übernimmst die Verantwortung. Ich glaube, das ist genug für das heutige Video. Übe das. Schreibe im
wo auch immer du das siehst, dieses Video, genau, im YouTube oder wo auch immer. Schreibe, wie es dir geht damit. Vielleicht findest du neue Facetten dazu heraus und so können wir uns alle helfen und finden heraus, wie wir uns selber von innen vorbereiten können auf solche Situationen und auf das, was noch kommt.